Auch wenn ich da absolut keinen Bock drauf habe. Notizen, die auf dem Boden liegen, kann man sich nicht angucken, was ich auch total doof finde. Unrealistisch. Aber gut. Gehen wir doch einfach nochmal in unseren heißgeliebten Keller. Fanden wir ja beim ersten Mal schon so toll. Hier, die Post können wir uns auch noch nicht mal angucken. Och Mann, ich will nicht. Der geht da echt nochmal rein. Der Mann hat Eier. Schön ist das, schön. Guck, wieder die schöne Tür. Ach, beautiful. Psst, sei leise, Mann. Mach nicht so einen Lärm. Oh Gott, ich hab keinen Bock. Nee, ist es schön. Mein Gott, der sagt genau dieselben Sachen wie beim ersten Mal. Das ist doch total doof. Es hat sich nichts geändert. Aha, immerhin ein bisschen Restvernunft bei dem guten Mann. Wenn auch nur ein bisschen. Okay, also eigentlich wahrscheinlich spielt dann alles Wichtige nur in diesem Büro ab. Wobei ich das verdammte Datum vergessen habe. Irgendwas im April. April irgendwas. Aber habe ich das wirklich nicht mehr hier irgendwie? Clarkfields Haus. Keine Tipps verfügbar. Was heißt das? Zu Kombinationsplätzen? Nein. Hä? Was denn? Gut, ich habe hier nichts entdeckt. Das war jetzt ein sinnloser Besuch. Ich könnte ja mal ins Büro fahren. Auch wenn ich ja eigentlich gedingst bin, ne? Gedingst bin. Hier, wie heißt es? Suspendiert. Da. Auf meinem Kalender steht aber auch nichts. Ich kann hier auch nichts benutzen. Das heißt, ich bin vermutlich auch in diesem Büro hier vollkommen. Ah, Moment. Entschuldigung. Wann war der Todestag? Tag. Starb am Oktober 21.11. Oktober 21.11. Ja, Oktober 21.11. 21. Oktober 11? Och, es ist ein Tipp verfügbar. Ich glaube, den gucke ich mir mal an. Clarks Geburtsdatum in seinem Totenschein. Och. 3.11.76. 3.11.76. 3.11.76. Boah, wie merke ich mir das? Dritter Elfter 76. 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 Und es ist immer noch der dritte Elfte 76. Dritte Elfte 76.
1976 war doch richtig, oder? Das gibt's doch nicht. Vielleicht alles eins weiter runter? Ich bin verzweifelt. War das nicht der 3.11.1976? Ach Mann, oh. Hab ich mich vielleicht vertan? 67? Ich habe ja mal so eine kleine Zahlenschwäche. Nein, auch nicht. Ah. Vielleicht der 0. 3. 11. Nein, auch nicht. Schön ist es, schön. Ich habe keine Ahnung. Total toll. 3.11.76 habe ich die ganze Zeit gesagt. Bringt uns hier aber auch nichts. Vielleicht erst das Jahr, den Monat und den Tag. Das Jahr, der Tag und der Monat? Oh, ich bin mal wieder zu dumm. Was heißt zu dumm? Ich fühle mich das erste Mal jetzt in diesem Spiel zu dumm für dieses Spiel. Tipp. Clarks Geburtsdatum in seinem Todesschein. Habe ich dann verkehrt geguckt? Och nein. 3.11.76 war das doch, oder nicht? Aber wofür? Ich brauche das doch nur hier für den oder für den Koffer. 3.11.76. Warte. Vielleicht 11.76? Hm. Ich habe übrigens immer noch die Nase so ein bisschen zusitzen, deswegen klingt meine Stimme auch so dezent doof. Och. Esel. Kann man daraus machen. 3537, glaube ich, ne? Oder 5. Nee, ach egal. 1176. Aber oh, wenn ich mich jetzt vertan habe, ja, jetzt brabbel ich den ganzen Mist schon die ganze Zeit vor mich hin. Ich glaube, ich sollte echt altmodisch auch hier in echt mal zu Zettel und Stift greifen. Ach, ich möchte jetzt das Inventar aufmachen und einfach reisen können. Aber das geht ja leider nicht. Moment mal, kann ich vielleicht mein Hirn anstrengen? Ja, ich weiß, aber was für ein Todesch hat er denn? Mir fällt nichts ein. Ja, mir auch nicht. Gut. Dann eben nochmal zum Dingster, Bumster. Büro. Ach, ja, tut mir leid. Blöde Hin- und Herfahrerei hier. Gehen wir nochmal in das Büro. Ach, jetzt bin ich wieder im Verkehrten. Ja, ich wollte doch in mein Büro. Mein Büro. Yay, mein Büro. Endlich wieder arbeiten. So, bin ich denn doof? Geburtstag, 3.11.76. Hm. Clark Field. Hm. Clark Field. Ich versteh's nicht. Vier Tage. Hm. Ersticken. Er wurde erstickt. Hm. 3.11.76. Ich verstehe es nicht. Hier steht auch nichts drauf. Ach, Manu. Das hier wird doch nicht.
Aber jetzt gehe ich doch mal in Lothnolas Büro. Vielleicht gibt es da ja auch was Neues. Sieht nicht so aus. Nö, hier ist alles noch gleich, würde ich sagen. Nur noch dieselbe alte Zeitung. Ach so, ja, nee, das ist schon okay. Ah, warte mal, hier, was ist das? Nee. Das ist doch was anderes. Ich dachte, weil das Daten sind hier. Aber da fehlt ja immer eine Zahl für den Organizer. Gut, hier gibt es auch nichts. So wie es ausschaut. Vielleicht gucke ich auch nicht richtig. Aber irgendwas ist in dem Haus. Ah, Moment. Ich fahre mal eben zurück. In mein Kämmerlein, wo es hoffentlich nicht gleich anfängt zu klopfen. Der liebe Kollege hat uns doch eine Nachricht auf dem Band hinterlassen. Erste Nachricht. Hi Howard, ich wollte nur kurz hören, ob alles in Ordnung ist. Du hattest einen schweren Nervenzusammenbruch. Mach mal Urlaub, Kumpel. Ich ruf später nochmal an. Nicht, dass wir uns das nicht schon auf und bis bald angehört hätten. Jetzt haben wir es wenigstens abgehört. Keine neuen Nachrichten. So, und jetzt? Sollen wir ihn mal anrufen? Nein, auch das hat nichts gebracht. Ach, ist es schön. Ah, aber wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich hier noch mal kurz reingucken. Der 1. April 1699. 1. April 99 vielleicht? 1. April 99. 1. 4. 99. April der 1. 99. Ach Mann, oh, ich bin dumm. Gut. 8.11. 8.11. Hm. 8.11.11. 7.11.11. Ich weiß ja nicht, wann der verschwunden ist, habe ich vergessen. Nee, ist es schön, ist es schön. Was lag hier denn nochmal?